Hallo, meine lieben Freunde, ich bin es wieder. Sprecht, Dummkopf. Drachotaro mit Delfinen dran, ja. Ich war gerade nicht. Endlich. Ich hab grad vergessen, welchem Spiel ich bin. Oh. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wo? Wo seid? Butter. So, ihr seid Bastard. Andromat, oh Gott, auch noch ein Held. Ich will zuerst mal euch hier schicken, damit ihr ein bisschen weiterhelft, weil das ist gerade. Ja! Euer Befehl, Meister. Ach, ich habe ja da noch einen Typen. Gut. Okay, das ist jetzt ein bisschen fail. Wer seid ihr? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Fleischwagen, ein Fleischwagen bist du. Was ist das Ding? Ich hätte eigentlich gerne. Was ist des Schattens Begehr? Ein paar Truppen, die sich zurückbegeben und. Ach, Auflösungsseite. Weg. Danke. Und vielleicht den Typen da, so richtig einst reinhauen. Ich kann keine Truppen mehr produzieren, verdammt. Die rastlosen Toten warten. Verdammt sollt ihr sein, ihr. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nun. Niemand erteilt mir Befehle. Na gut, dann erledige ich. Dann erledige ich Frostmourne die Hauptqueste. Mir doch Wayne! Ja, stimmt, da waren ja so Wächtertypen. Die Toten sollen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich weiß. Die Ungläubigen König. Werden jetzt neiden. So, beschwert ein paar Tote. Vorwärts. Jetzt geht die Party los. Unser richtiger Hauptmann. Zack. Faszinierend. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Das ist schon besser. Okay, was sind das für fiese Golems? Granit-Golem Stufe 9. Niemand erteilt mir. Komm schon. Okay, die werden sowas schon wieder gemäht. Die rastlosen Pumpen. Okay. Na, ihr habt mir aber ganz schöne Probleme bereitet. Oh, oh. Benutzt mit Linksklick. Ja, ich will das benutzen. Ach, es ist nur noch einer. Alle auf ihn! Kommt schon, macht ihn fertig. Oh. Na gut, die Fleischwägen können natürlich das Ding haben. Und ich hoffe, es darf. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, ja, ist ja nur noch der da. Endlose Pein wird euch erwarten. So. Interessiert mich, was jetzt passieren wird. Jetzt belieben wir eigentlich Kel'Thuzad wieder. Ich wünsche nur zu dienen. Und ihr beschwört mir wieder noch ein paar Zitate. Ja, Meister. Sprecht, Dummkopf. Was? Was? Aha. Arthas zum Sonnenbrunnen führen. Frostmourne hat Hunger. Okay. Sehr gut. Bürger von Silvermoon, ich habe euch hinreichend Gelegenheit zur Kapitulation gegeben, doch ihr habt euch geweigert. Somit bringt der heutige Tag das Ende eures Volkes und seines alten Erbes. Der Tod selbst kommt und fordert das hohe Heim der Elfen. Nun steht auf, Kel'Thuzad, und dienet erneut dem Lichtkönig. Ich bin wie versprochen wiedergeboren. Der Lichtkönig hat mir ewiges Leben gewährt. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt, Lich. Seid ihr nun bereit, mir von den Schreckenslords zu berichten? Ja, aber nicht hier. Ihre Augen und Ohren sind überall. Wir reden an einem sicheren Ort. Habt ihr gesehen, der Brunnen wurde dunkel und lila, nicht mehr hell und goldig. Oh mein Gott, was geschieht hier? Was geschieht hier? Gut, dann gehen wir in die nächste Mission rein und gucken, was passieren wird.
Die Offenbarung. 3 Tage später irgendwo in den frostigen Gipfeln der Alterac-Berge. Ja, das musste sein. Ihr seid mir also nicht gram, weil ich euch damals getötet habe? Macht euch nicht lächerlich. Der Lichtkönig sagte mir, wie unsere Begegnung enden würde. Der Lichtkönig wusste, dass ich euch töten würde? Natürlich. Er entschied schon lange vor Ausbruch der Geißel, dass ihr sein Held sein solltet. Wenn er so allwissend ist, wie können ihn die Schreckenslords dann so kontrollieren? Sie sind Agenten derer, die unseren Meister geschaffen haben. Die feurigen Lords der brennenden Legion. Was ist das für eine Legion? Eine gewaltige dämonische Armee, die neben unserer zahllose weitere Welten verschlungen hat. Nun kommt sie, um diese Welt in Brand zu setzen. Unser Meister wurde geschaffen, den Weg für ihre Ankunft zu ebnen. Die Schreckenslords wurden geschickt, um seinen Erfolg zu gewährleisten. Die Seuche in Lordaeron, die Zitadellen in Northrend, das Massaker an den Elfen? Das alles war nur die Vorbereitung auf eine gewaltige dämonische Invasion? Ja. Mit der Zeit werdet ihr feststellen, dass unsere ganze Geschichte von dem bevorstehenden Konflikt bestimmt wurde. Kommt jetzt. Wir haben viel Arbeit vor uns. Yay! Bedeutet das Kapitel 6, Black Rock and Roll, am nächsten Morgen am Rande des Black Rock Clan Dorfes. Nein, wir sind noch immer noch in der Dings-Kampagne. Also, diese Schreckenslots, diese Dämonen haben anscheinend so alles vorher bestimmt. Also sie haben diesen Lichtkönig geschaffen, der dann Arthas dazu auserkoren hat, sein Held zu sein, um dann halt diese Klinge zu holen und die Elfen auszufischen und so weiter und so fort. Ich habe so das Gefühl, dass wir in ein ganz, was ganz, ganz Großes reingeraten. Aber okay. Wäre es nicht an der Zeit, mich in Phase 2 des Plans einzuweihen, Lich? Ja. Als Phase 1 sah der Plan des Lichtkönigs vor, die Geißel zu schaffen, um jede Gruppe auszulöschen, die sich der Ankunft der Legion widersetzen könnte. Wie etwa die Streitmacht von Lordaeron und der Hochelfen. Exakt. Als Phase 2 wird der Dämonenlord herbeigerufen, der die Invasion auslösen soll. Und wohin gehen wir jetzt? In der Nähe liegt ein Lager der Blackrock Orks, die ein funktionierendes Dämonentor besitzen. Durch dieses Tor muss ich den Dämonenlord erreichen und seine Anweisungen empfangen. Oh Mann, jetzt muss ich Orks überfallen. Das finde ich aber nicht nett. Ist da noch Gargoyles? Habe ich noch irgendwas anderes? Neues? Erstmal die Sattheit. Der Frostwurm. Diese untoten Drachen sind die Lieblinge des Lichtkönigs. Dieser hier wird uns gute Dienste leisten. Yay, ich habe einen Drachen! Er ist zwar untot, aber es ist ein Drache. Schwere fliegende Angriffskreaturen. Und sie machen fast genauso viel Schaden im Nahkampf wie im Fernkampf. Das ist doch... Ja doch. Cool. Händlich, das ist abgeschlossen. Ah ja, das... Opfern. Meine Sehkraft gehört euch. Können die getötet werden? Da kann ich angreifen. Wie geil ist das? Jetzt haben wir endlich Drachen. Und ja, ich bin ein Fan von Drachen. Ich meine, wieso nenne ich mich sonst Drache und Charu? Die Legion hat die Toten als Prüfung für uns geschickt. Sieg dem Blackrock-Clan! Wir Orks sind die wahren Diener der brennenden Legion.
Die hirnlosen Untoten sind schwach. Unrein. Euer Volk hat versagt. Auch ihr wisst vom Antlitz der Welt verschwinden. Black Hau Marusch. Ah, du bist auch ein Held. Okay. Gut. Vorsicht. Das packt Todesmantel. Hier, nimm das. Boah, ist der Drache gut. Ich muss dorthin kommen. Erteilt mir Befehle. Er ließ ein großes Buch fallen. Ist es magisch? Es ist ein Buch der Dämonenkunde. Zweifellos haben es auch seine Kameraden bei sich. Diesen Dämonenanbeter-Orks bin ich schon begegnet. Welche Rolle spielen sie bei alledem? Das, Jüngelchen, ist eine komplizierte Sache. Euch muss genügen, dass sie die Gunst der Legion nicht mehr genießen. Jüngelchen. Ich habe nachgedacht. Okay, optionale Quest. Helden der Orks töten. Trok, Ferrot, Masrigus, Kanso, Genjuros, Chubaitos. Ah, lass mich raten, die sind natürlich alle überall verstreut. Nicht, dass mich da stören würde, aber es ist doch recht unpraktisch. Okay. Jetzt will ich zuerst einmal ein paar Sachen... Aha, ist es? Vier? Also ein paar Sachen. Oh Gott, was wollte ich gerade entwickeln? Genau, entwickeln. Ja, stimmt, mein Schienen. Meine Sehkraft gehört euch. Oh, wie geil ist das denn? Das hatte ich in der Nebel noch nicht. Oh mein Gott, ich freue mich schon auf die Orks. Die haben auch Drachen. Werden. Oh, roter Großdrachen. Stufe 10 Untote. Egal, es ist ein Drache. Ich mag Drachen. Meine Sehkraft gehört euch. Ja, ich weiß. Captain Obvious mal wieder. Okay, ihr beiden. Holz sammeln? Dann benötige ich einen Akolyten. Wieso ich noch einen Akolyten brauche? Ich brauche Gold und ich will jetzt nicht wegnehmen. Forschung abgeschlossen. Errichtet mehr Ziggurats. Oh, Mann. Die Verdammten stehen bereit. Okay, mehr Ziggurats. Das könnt ihr ruhig haben. Mein Schicksal ist besiegelt. Da brauche ich eins und da werde ich hier auch irgendwie ange... Ja. Drachen! Es ist noch mehr Drachen. Ich werde euch. Wie sollte es hier so viele Drachen? Das ist so cool. Ich schau mal rein. Und der Typ ist ja mega praktisch. Er wird nicht gesehen. Kann nicht angegriffen werden, weil er nicht gesehen wird. Joa. Super praktisch. Finde ich gut. So, mein Kumpel. Soll mein Blut vergossen werden? Beschwören wir noch unser Quartier. Ich gehorche mit Freuden. Ja, hier unten können natürlich auch noch was... Nein, okay, okay. Da sind wir hergekommen. Und wir haben schon 13 Minuten. Kasten. Das ist gut. Forschung abgeschlossen. Ich beuge mich eurem Willen. Der einzige Output fürs Gamen. Unglaublich. Knochenhof. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Yes. Sehr schön. Ich brauche trotzdem noch ein paar Ziggurate. Okay, das war mir jetzt klar, dass mich dort angreift. Ist etwas nicht in Ordnung? Ja, da greifen uns ein paar Orks an. Das ist nicht toll. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Okay, ich brauche jetzt eine Halle der Tod. Okay. So, ich sag so oft okay, das ist nicht okay. Boah. Das ist einfach so die cool. Die Beschwörung Krüppeln. Ist abgeschlossen. Liebe Drachen. Niemand erteilt. Ich freue mich im Fall schon auf die Erweiterung Dragonborn für Skyrim. Nein, ich bin kein Xbox 360 Benutzer. Würde ich auch nicht sein. So. Okay. Also. Jetzt wissen wir eigentlich, dass die roten Legionen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Meine Sehkraft gehört euch. Ist die Rote Legion eigentlich die Orks? Also diese Orks da?
zuerst aussenden wollten, aber die haben sie anscheinend enttäuscht. Nun, die Untoten, sie haben den Lichtkönig erschaffen, damit der dann hier halt ein bisschen aufräumt. Und dieser Lichtkönig hat Arthas zu seinen Helden ausgekoren. Und mit dieser Arthas den Schreckenslord, oder wie auch immer der Typ hieß, zurückbringt. Oder Vorsicht. Sollte es so in etwa sein. Wir haben auf diesem Zerstörungsweg, der jetzt hinter uns liegt, Lordaeron eigentlich so gut wie zerstört. Die Paladine sind gefallen, der König ist tot. Der einzige Erbe ist, naja, ihr seht das. Wir haben den Elfen die Unsterblichkeit genommen. Das kann da nicht nützlich werden. Mein Leben und dadurch auch sie eigentlich verkrüppelt. Wir haben ihre Hauptstadt vernichtet. Den Brunnen des Lebens, wie gesagt, haben wir auch natürlich fertig gemacht. Was mache ich eigentlich noch? Ausbau abgeschlossen. Euer Befehl, Meister. Was habe ich? Veto. Ziggurat. Altar der Dunkelheit. Tempel der Verdammten. Das habe ich noch nicht. Okay, ich tue das auch mal hier. Ich gehorche mit Freuden. So. Ausbau abgeschlossen. Also wir erledigen. Oh. Schön. Dies gefällt mir. Jetzt kann ich eigentlich noch Ausbau abgeschlossen. Das Zeug erforschen. Je besser die Einheiten sind, desto weniger Probleme habe ich nachher. Nee, mein schönes Gebäude. Mein Leben. Dann, was brauche ich? Altar der Dunkelheit, haben sie gesagt. Kein Problem, können sie haben. Ja, Meister. Was ist es diesmal? Oh, da ist auch noch ein Dings. Kanzo. Das sind so Samurai-Orks, oder wie? Buddhistische Orks. Was muss offenbart werden? Sag, Kanzo, wie hast du es mit der Religion? Must, ja. Das musste irgendwie sein. Ich weiß, mein Humor. Wow. Ihr seid aber flott dran. Mein Humor ist vielleicht nicht der beste. Aber egal. Ah, wir haben hier doch ziemlich viel Wald und. Obwohl. Ja, okay, da haben wir noch ein bisschen was. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, Tempel der Verdammten. Banshee und. Ich hätte doch gern zwei Totenbeschwörer. Und eine Banshee. Dann das hier und das hier und. Forschung abgeschlossen. Das hier, so. Was kann ich da noch erforschen? Die Beschwörung da ist abgeschlossen. Hochentwickelter Kreaturenangriff. Oh. So, wo ist jetzt mein. Ich wünsche nur zu dienen. Moin. Ausbau stoppen. Ja. So, einfach schnell erforschen. Euer Befehl. Meister, oder bist du wieder? Geht's dorthin. Ich beuge mich eurem Willen. Okay. Was brauche ich noch? Das haben wir. Ein Schlachthaus, das haben wir noch nicht. Mein so. Schicksal die Toten ist sollen dienen. Und wird hier alles schön erforscht. Ich wünsche nur zu dienen. Das habe ich auch noch nicht. Das haben wir. Jupp. Uns fehlt nur noch das hier. Der Knochenhof. Bis dahin können die noch einen Ziggurat beschwören. Wie viel ist eigentlich die maximale Einheitenanzahl? Guck, da hat's auch noch Holz. Los, nicht müßig werden. Forschung abgeschlossen. Meine Sehkraft gehört euch. Ja, da kommst du nicht durch. Okay. Boah, wie viele Orklager hat das denn bitte? Ich bin gerade in der Mitte. Das wird eine längere Mission. Meine Schreie die Lebenden zu Tode erschrecken. Okay. Ja, jetzt werden Sachen erforscht. Ich hätte doch noch gerne Dombeschwörung. Opfern. Ah, nein, ein Schirm ist eigentlich genug. Was Rikos. Oh cool, das ist auch so ein Wolfsreiter. Ich finde die Wolfsreiter die coolsten. Irgendwie. Drum? Ist Orks? Die Beschwörung ist abgeschlossen.
ist doch irgendwie. Ich werde eure Augen genug. Sein. So. Ist abgeschlossen, das wird gleich fertig sein. Nicht, dass ich doch Dings. Euer Befehl. Oh, ich hab Patitzki. Und ui, wir müssen die Folge beenden. Ausbau abgeschlossen. Schrecklich. So, ich hab noch keine Monstrositäten. Krieg ich die hier? Wow, jetzt sieht's cool aus mit diesem Endbild. Werden wir die heutige Folge beenden? Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht schaltet ihr auch bei der nächsten Folge rein. Ich fände es natürlich schön. Nun, dann haltet die Ohren steif. Tschö.